Herzlich willkommen zu einem weiteren Schulungsvideo. Mein Name ist Daniel Winterholzinger und wir werden uns heute mit dem Thema Stop-Loss auseinandersetzen, aber eine ganz spezielle Art von Stop-Loss. Wir wollen einen Stop-Loss auf eine bestimmte Quote uns berechnen lassen. Für dieses Beispiel habe ich nun das Spiel Leicester gegen Arsenal, den Markt Over Under 0,5 geöffnet und wir wollen jetzt da ausrechnen, wie hoch dürfen wir bei einem Risiko von maximal 100 Euro und einer Stop-Loss-Quote von 1,16 das Over 0,5 mit der Quote 1,07 becken. Die zweite Frage, was sich dann noch stellt, ist, wie hoch ist denn dann unser möglicher Gewinn im Falle eines Tors? Zu diesem Zweck habe ich wiederum im Excel hier vorbereitet die Backquote, die wir jetzt eingeben können mit 1,07, unser gewünschter Stop-Loss mit der Quote 1,16 und unser Risiko liegt bei 100 Euro, was wir bis zu dieser Quote verlieren dürfen. Wir sehen hier den Wert 1288,88 dürfte ich jetzt das Over 0,5 bei der Quote 1,07 becken. Dieser Wert entsteht durch folgende Formel, ist gleich unser Maximalrisiko von 100 dividiert durch Klammer auf die Backquote von 1,07 durch die Lay-Quote, unsere Stop-Loss-Lay-Quote von 1,16, Klammer zu, minus 1, Klammer zu, mal minus 1. Wenn wir diesen Wert nun hier eingeben und auf die Quote 1,07 becken, sehen wir auch hier herum, dass unser möglicher Gewinn im Falle eines Tors bei 85,71 Euro liegt. Unser Gesamtrisiko zum jetzigen Zeitpunkt liegt bei 1288,88 Euro, sollte das Spiel 0-0 ausgehen. Nur auch in diesem Fall wiederum geht es nicht darum, das Spiel bis zum Schluss laufen zu lassen, sondern wie Sie auch hier jetzt bereits sehen können, wenn wir hier schauen, bei der Quote 1,16 haben wir genau diesen Wert 100, den wir als Stop-Loss berechnet haben, im Leitersystem stehen. Was jetzt wichtig ist, wenn Sie diesen Stop-Loss anwenden, das heißt, Sie steigen aus dem Trade aus, bei so hohen Beträgen wie in diesem Fall jetzt, wo Sie mit über 1200 Euro in den Markt einsteigen, können Sie das nur bei wirklichen Premium-Spielen machen, wo wirklich viel Geld am Markt ist. Wenn wenig Geld am Markt ist, besteht das große Risiko, dass Sie dann, wenn diese Quote erreicht ist, nicht mehr aus dem Markt herauskommen. Was auch noch wichtig ist, Sie können das jetzt in diesem Moment hier noch nicht anklicken. Sollten wir jetzt hier auf diese 100 Euro klicken, würde uns Geekstoy hier bereits bei 1,08 den Trade schließen. Der Grund liegt nämlich daran, dass wir zuerst eine Backwette platziert haben und wir in weiterer Folge eine Laywette benötigen, um diesen Trade zu schließen. Geekstoy bzw. Betfair nimmt dann den nächstmöglichsten Wert her, um Ihnen diesen Trade zu schließen. Das heißt, Sie würden jetzt da in dem Fall, wenn Sie es jetzt sofort wieder schließen würden, 11,94 € verlieren. Somit bitte hier auch warten, bis diese Quote auch tatsächlich erreicht ist, bevor Sie Ihren Trade beim Stop-Loss mit 100 € Verlust wieder schließen. Das war schon wieder von meiner Seite. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie können diese Technik anwenden in vielen Bereichen vom Traden. Sie können Ihre Strategien überdenken mit anhand dieses Tools.